Meditation für Selbstmitgefühl. Nimm dir Zeit für dich und sorge dafür, dass du in den nächsten Minuten nicht gestört wirst. Setze dich bequem und aufrecht hin und schließe deine Augen. Atme tief in den Bauch ein. Halte die Luft kurz an und atme lang wieder aus. Und noch einmal tief einatmen, die Luft kurz anhalten und lang wieder ausatmen. Lass deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Sollten Gedanken kommen, halte nicht an ihnen fest. Lasse sie wie Wolken vorüberziehen. Nimm wahr, wie du sitzt, wie deine Füße den Boden berühren. Nimm auch deinen Atem wahr, ohne ihn zu verändern. Das stetige Ein- und Ausatmen. Komm so langsam zur Ruhe. Stell dir nun einen Menschen vor, der dich so mag, wie du bist, und dem auch du ganz natürlich warme und zärtliche Empfindungen entgegenbringen kannst. Stell dir diese Person mit all seinen guten Eigenschaften vor. Vielleicht fällt dir auch ein Moment ein, der besonders innigen Verbundenheit, den ihr miteinander erlebt habt. Spür dieses Gefühl der Wärme und dieses innere Lächeln. Dein Herz öffnet sich. Sende dieser Person deine Freundlichkeit, dein Mitgefühl und deine guten Wünsche, indem du sagst: Möge er sich sicher fühlen. Möge er glücklich sein. Möge er gesund sein. Und mit diesem weit offenen Herzen wendest du dich nun dir selbst zu und sagst dir selbst in Gedanken: Möge ich mich sicher fühlen. Möge ich glücklich sein. Möge ich gesund sein. Und sollte es dir jetzt in diesem Augenblick nicht gut gehen, dann sage dir: Das ist ein Moment des Leidens. Leiden gehört zum Leben. Möge ich in diesem Moment freundlich zu mir selbst sein. Je nachdem, wie es dir gerade geht oder was du dir gerade wünschst, kannst du auch ganz individuelle Formulierungen finden, die dir helfen, die dich trösten, beruhigen und die dein Herz regelrecht überfließen lassen. Und komm nun langsam ins Hier und Jetzt zurück. Bewege die Füße und die Hände. Strecke dich. Atme noch einmal ganz tief in den Bauch ein und öffne beim Ausatmen wieder deine Augen. Genieße noch einen Moment das Gefühl der Entspannung.